Der australische Tennisprofi Nick Kyrgios verzichtet auf einen Start bei den French Open in Paris. Die ATP hat einen Bericht der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Bildergalerie Nick Kyrgios, Ausraster, Skandale und Siege des Tennisstars 33 Bilder. Eine Begründung für die Absage war zunächst nicht bekannt. Inzwischen heißt es, dass Kyrgios krankheitsbedingt auf einen Start bei den French Open in Paris verzichtet. Vor einigen Tagen hatte Kyrgios noch ein Video gepostet, in dem er sagte, dass die French Open im Vergleich zu Wimbledon abstinken würden. Dort hielt er sich seltsamerweise auch zum Training auf. Kyrgios war auf Kollisionskurs mit Zverev. Der 24-Jährige wäre in der dritten Runde in Roland Garros ein möglicher Gegner für Deutschlands Nummer 1 Alexander Zverev gewesen. Der exzentrische Kyrgios hatte sich in der vergangenen Woche beim Masters Dernier in Rom zum wiederholten Mal rüpelhaft verhalten. Bei einem Wutausbruch warf er einen Stuhl auf den Platz. In den Tagen danach sagte er, verglichen mit dem Turnier in Wimbledon sei Roland Garros shit. In der ersten Runde der French Open wäre der Brite Cameron Norrie Gegner von Kyrgios gewesen. Let's block it. Why?